Hi, ich bin Sweet Lina von Susi Live. Soll ich dir was backen? Nein. Hm. Soll ich vielleicht deine Wäsche bügeln? Nein. Auch nicht. Was wollt ihr denn dann? Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! So, bei mir gibt's Hühnchen mit Reis. Was gibt's bei Tabi? Hühnchen mit Gemüse. Tabi, wo ist der Reis? Wir brauchen Hühnchen mit Reis. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Was ist das für eine Scheiße? So, Leute. Ich hab mal wieder Bock auf Hühnchen mit Reis. Reis habe ich dabei, fehlt nur noch das Hühnchen. Und deshalb werden wir jetzt mal hier so ein Hühnchen fangen. Komm mal her! Komm mal her! Lauf doch nicht weg! Bleib doch mal stehen! Hm? Bleib doch mal stehen! Du süßes Hühnchen! Du süßes kleines Hühnchen, du! Komm her! Guten Abend, Bitches. So, es gibt mal wieder Hühnchen mit Reis. Wir überprüfen jetzt mal bei Tabi. Ne? Wir haben ja gestern gesagt, wir brauchen den Reis. Wir überprüfen mal. Tabi, wo ist der Reis? Tabi, wo ist der Reis? Nehmen Sie Stellung dazu. Die lernt es nicht, ne? Was eine Scheiße. Wir brauchen Hühnchen mit Reis. Guten Tag, meine Bitches. Jetzt geht es ab zum Training hier und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir jetzt hier vorm Training gebe. So, es fängt an. Einmal hier Beta-Alanin. Ungefähr 3 Gramm. Arginin, AAKG. Ja, alles klar, gib ihm. Ungefähr 6 Gramm waren das. Dann Taurin. Ungefähr 2 Gramm. Citrullin, Malat. Ungefähr 6 Gramm. L-Tyrosin mache ich jetzt auch so, was ist das? 1 Gramm oder was? Oder 2 Gramm. Und 200 Milligramm Koffein. Ne? Das ist jetzt mein Booster und dann wird richtig reingeschallert. Schallert ihn. So Leute, jetzt kommt eine Übung für die Bandscheibe. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Jetzt kommt ein Instagram Fitness Hipster Maximalsatz. Gib ihm. Dieser Gesichtsausdruck. Latino Bräute und bestelle einen Cocktail. Jo, Mann, Leute, jetzt gibt's Mittagessen. Und zwar Hähnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Jeden Tag, Freunde, jeden Tag, das ist wichtig hier. Buh! Guten Abend, meine lieben Freunde. Es ist Zeit, Abend zu essen. Und es gibt natürlich Hähnchen mit Reis. Wir überprüfen nochmal bei Tabi kurz. Tabi hat schlechte Laune heute, ist ganz gefährlich. Also, guck mal da, was haben wir denn da? Das sieht nicht nach Hähnchen und Reis aus. Tabi, was soll die Scheiße? Du bist nur neidisch. Tabi, was soll die Scheiße hier? Wir brauchen Hühnchen mit Reis immer noch. So, jetzt einmal Side-Chest, komm. Die Side-Chest. Boah, guck mal hier, ey. Boah, der Brudi ist am Start. Seid ihr. Mal nochmal schnell rücken. Schnell rücken. Nein. Alles. So, wir überprüfen kurz.
So macht man es nicht. Porridge ist einfach viel geiler. Genau, so ist es eben nicht. Zirkus. Die Kenner werden nicht wissen, was ich meine hier. Skur. Ja, und es gibt die ein oder andere Snitch, die das Öl wegkippt. Junge, das Öl hier. Geil, Alter. Geil, ne? So, Leute, alle auf mein Profil und mal auf den Dreckslink klicken bitte und das Video kommentieren, liken und anschauen. Ne? Wir sehen uns. Skusku! So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Essen. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, was ich danach mache. Und zwar habe ich jetzt hier zweimal Vitamin D, 50 Milligramm Zink und Vitamin K. Und zwar nehme ich das direkt nach dem Essen, jetzt speziell auch nach dem Rührei, weil in Rührei ist ja sehr viel Fett. Und diese Vitamine sind fettlöslich und damit die jetzt gut aufgenommen werden, esse ich die. das schmeckt. Nehme ich die jetzt direkt nach dem Essen zu mir, nach einer fettigen Mahlzeit. Ne? Ja, schaller Ideen, ne? Wir versorgen dich kontinuierlich und optimal dosiert mit hochwertigen Nährstoffen. Durch dein Entwicklungssystem kannst du dich mit wieder deine Performance verbessern und deine persönliche Bestform Mahlzeit nach dem Training. Es gab, oder es gibt immer noch ein bisschen Hühnchen mit Reis. Tabi, was hast du gegessen? Gemüse. Kannst du einmal in die Kamera gucken, bitte? Kannst du einmal eine Side-Chest raushasseln? Komm, du hast noch 5 Sekunden. Nein. Wieso muss ich das immer also, machen? Tabi, weil die Side-Chest stabil ist. Nein. Ne? Ich kann das nicht. So Leute, ich habe jetzt vorgekocht und zwar sieht das Ganze dann so aus. Das sind jetzt 10 Boxen, 400 Gramm Reis, 1200 Gramm Hühnchen, also 3 Pakete und 2,5 Kilo Gemüse. Ihr könnt ja mal schätzen, wenn ihr Bock habt, für wie viele Tage das Ganze jetzt reicht. So, gut.